Hallo und herzlich willkommen zurück in der Gegenwart hier bei The Sims 3 und unserer Familie Darrow. Ja, Artemisa ist jetzt auch endlich angekommen. Ich habe sie auch schon mal gleich Richtung Toilette geschickt mit dieser wahnsinnig epischen Musik. Ja, okay. Genug epische Musik. Ich werde es mal leiser stellen. Ach du Hilfe. Ach ja. Gut, ich fand das Ganze jetzt gerade ein bisschen lustig. Und wie weit sind wir eigentlich mit der Figur? Ah, die können wir verkaufen. Sehr gut. Hazel, dann kannst du die gleich mal... Nein, nicht Petite. Geh mal weg. Verkaufen. So, ja hier... Oh, was haben wir denn hier? Zeitparadoxon-Krankheit. Nein! Die Zeitreiseabenteuer von Hazel haben eine Spur bleibender Tachyon durch Raum und Zeit hinterlassen. Vielleicht sollte sie sich in einem... Ja, ich glaube, wir sollten schnell mit ihr in ein Krankenhaus. Das war doch gleich wo? Krankenhaus? Krankenhaus. Hallo? Liebes Krankenhaus? Hallo? Wo bist du? Krankenhaus, wo bist du? Ich finde das Krankenhaus nicht, Leute. Oh, ich bin blind oder... Ah, da ist es. Haha. Ja, Hospital. Ja, deswegen werden wir uns gleich mal einweisen lassen. Und danach holen wir uns gleich noch eine Grippespritze und alles wird gut. So, noch jemand zeitkrank hier? Nein, sehr gut. Ja, die Bonehilda könnten wir auch mal kaufen. Aber da hatten wir ja leider so wenig Platz. Oder hatten wir die Hildi? Also Hildi hatten wir, glaube ich. Aber... Aus Platzmangel oder so habe ich sie dann wieder rausgeschmissen. War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Hildi stand da mal. Aber dann hatten wir keinen Platz. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es ziemlich voll gewesen. Ach nee, ja. Apropos, es war voll gewesen. Also vor ein paar Folgen. Da habe ich euch ja die bösen Hexen vorgestellt. Und die waren ja in diesem Haus drin. Und dann habt ihr mir gesagt, Mensch, Ina, da war doch mal ein Haus, weswegen wir überhaupt die Hexen erstellt haben. Und da dachte ich, ja, stimmt, da war was. Nur jetzt finde ich dieses Haus nicht mehr. Also wenn der Ersteller, die Erstellerin das hört, dann wäre es voll toll, wenn sie mir das Haus nochmal schicken würde, weil ich finde es nicht mehr. Ich habe es mir nicht gleich runtergeladen, ich Dödel. Und jetzt kann ich das nicht mehr integrieren, weil ich nicht mehr weiß, wo das Haus ist. Und das ist voll schade, weil das Haus war echt cool. Und deswegen haben wir das ja überhaupt gemacht. Und es wäre jetzt irgendwie echt traurig, wenn das weg wäre. Also wenn du das hörst, siehst oder andere sie kennen, ihn kennen, dann bitte schreibt mal und so. Und dann wäre es voll toll, wenn wir das Haus sehen würden. So, Hazel Darrow wurde erfolgreich von ihrer Zeitkrankheit geheilt und weist nun nicht mehr die schrecklichen Symptome von Zeitparadoxon-Krankheit auf. Sehr gut. Gut, was ist das? Die zukünftige Welt verändern. Können wir das jetzt? Wie können wir das denn machen? Ich habe noch nie die Welt verändert. Wie kann ich die Welt verändern? Ich weiß nicht, wie man die Welt verändert. Wie verändert man die Welt? Schauen wir einfach mal. Wo ist denn unser Dinge hier? Genau da. Schauen wir mal in unserem Zeiteimer nach. Vielleicht finden wir da was. Dieses Ereignis auslösen, dieses Ereignis auslösen. Ich glaube, Artemisia hätte gerne eine dystopische Zukunft. Und wie machen wir das jetzt? Ist jetzt die Dystopie oder? Ich verstehe das nicht. Haben wir jetzt was ausgelöst? Müssen wir jetzt irgendwas machen, um das noch mehr auszulösen? Ich weiß es nicht. Verwende den Meteormagneten dreimal im Freien. Was für ein Meteormagnet? Oh, dieser Meteormagnet. Alles klar. Oh. Gut, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Oh Gott, ey, jetzt spielen wir hier mit der Zukunft rum. Ja, können wir ja gerne mal versuchen. Artemisa, versuch mal dein böses Glück. Du schaffst es, ich bin mir da total sicher. So, Hazel, kommst du irgendwann aus dem Krankenhaus raus? Das ist ja die Frage, glaube ich. So, wir können auch mal den Teller hier wegräumen. Das wäre ein guter Plan. Und dann, liebe Hazel, können wir uns ja auch mal noch weiter mit deinem Schäfer anfreunden, indem wir ihn einfach mal eine Textnachricht schicken. Das dürfte auch unsere Fähigkeit ein bisschen ausbauen. Und dann schicken wir einfach mal allen hier irgendwas. Warum kann ich denen nur Liebesbriefe schicken? Warum kann ich die nicht in die Gegenwart einladen? Das ist doch total Banane. Muss ich die ernsthaft in der Zukunft...
Oh, Hazel, wir werden unseren lieben Schatz nie wiedersehen. Scheiße, jetzt bin ich auf Hazel gekommen. Wo ist denn unser lieber Schatz? Da, wir können ihm nur einen Liebesbrief schicken. Nicht mal das können wir, weil wir keine Schreibfläche haben. Na klar. So, gehen wir mal zu Artemisia zurück. Ich will sehen, wie sie ihren Magneten der Angst verwendet. Oh, das ist natürlich ein ziemlich großer Magnet. Ach du Heilige, ich kann gerade nicht richtig drehen. Moment, wir müssen warten. Er lädt das Haus. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen höher. Und dann schaue ich mal, ob wir hier mal runter gucken können. So. Ja. Oh, wir haben irgendwas durchs Dach gekriegt. Ja, gut, aber war jetzt anscheinend nicht so. Hazel Darrow wurde geimpft und kann dieses Jahr fiese Keime meiden. Sehr gut. Ach du flauschiges Lama. Hazel Darrow, eine Störung im Raumzeitkontinuum könnte Auswirkungen. Wir waren doch jetzt gerade da und wurden von der bösen Zeitkrankheit geheilt. Expertenratschläge mit etwas rumschnüffeln hat Hazel die Gewinnzahlen. Ach so, ja, das müssen wir auch noch machen. Aber allen anderen geht es gut, oder? So. Dann wandern wir jetzt mal mit Hazel hier ganz schnell zum... War das Buchhandlung oder war das... Nee, das war doch dieses Einkaufsladending, ne? Lebensmittelgeschäft. Gewinnerlos im Lotto kaufen. Ja, das machen wir. Wir sind die Zukunft kennen. Genau, die sind wir. Oh, hier zaubert wer? Nee, das ist so ein Künstler ist das, ne? Wenn er dafür Trinkgeld steht, das ist wahrscheinlich ein Künstler. So, da kommt die Hazel auch schon angeflogen. Und hat gleich beim Lotto betrogen. Jo. So, und... Ja, das ist sehr interessant. So, gehen wir mal unsere Lottozahlen holen. Hazel, du packst das. Mach uns stolz. Betrüge im Lotto. Nein. Liebe Kinder, man betrügt nicht im Lotto. Und Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme erst ab 18 Jahren. So. Haben wir alles hier nochmal festgelegt. So, jetzt muss ich aber nochmal ein bisschen tiefer, sonst sehe ich unsere liebe Artemisia gar nicht. Artemisia, komm mal hier runter. Ich würde gerne mit dir hier unten ein bisschen mit den Magneten spielen. Obwohl, wir können auch gerne mal hier rüber aufs Festtagsgelände. Ich glaube, das ist auch ganz lustig. Komm mal hier rüber, Artemisia. Ich glaube, das wird noch richtig witzig, wenn wir das hier drüben machen. Was ist das denn? Ah, oh, hat da jemand Glühwürmchen gefangen? Nee, einfach nur ein ekliges Glas mit irgendwas drin. Ach, Manu, ich dachte, da hat jetzt jemand die Glühwürmchen gefangen. Aber hier stehen überall so eine ekligen Gläser rum. Dann ist das ja nichts Neues. Und damit völlig okay. So, wo ist denn unser toller Magnet hier? Okay, was haben wir denn da runtergeholt? Großer Meteorstein. Ah. So. Dann zeig uns den Magneten, Artemisia. Yo, was ist das für ein Riesending, Alter? Woo! Artemisia hat es voll im Griff, ich sag euch das. Das sieht so mega lustig aus. Na? Na? Kommt da jetzt was? Oh, ja, da haben wir einen Stein. Beziehungsweise ein Meteorstein. Carbonstahl. Okay, uns ist Carbonstahl vom Himmel entgegengeflogen. So, großer Meteorstein verkaufen wir mal. Und dann schauen wir mal nochmal, dass wir das hier so ganz nett anwenden können. So. Gib alles, Artemisia. Hol dir das Ding vom Himmel. Ja. Wie sie sich dafür freut, ey. Oh, du meine Güte. So. Na? Yay! Wir haben was. Und nun? So, nimm an einer Schwarzseherversammlung im Rathaus teil. Okay, es gibt eine Schwarzseherversammlung. Ah ja, aber bevor wir da hingehen, werden wir erstmal einen Happen schnappen. So, was können wir denn hier? Nee, Heu verteilen will ich jetzt nicht. Ich will Essen kaufen. Ja, freu dich, Artemisia. Das ist super. Schönen guten Tag. Wir hätten gerne ordentliche Portionen zu essen. Keine Ahnung, was genau, aber schlagen Sie mal was vor. Was haben Sie denn so auf der netten, lieben Speisekarte? Nichts, okay. Also seiner Gestik nachzuurteilen, gar nichts. oh, ein Eishörnchen. Wir essen jetzt ein Eishörnchen. Oh ja, ein Eishörnchen. Mmh, lecker Schmecker, ein Eishörnchen. Und wir rennen weg mit unserem Eishörnchen. Ach, weil wir sitzen wollen. Ach, ist ja süß. So, Hazel, bist du jetzt schon mal zu Hause?
Das wäre voll cool, wenn du mal nach Hause kommen würdest und wieder hinten die Hexen durch die Gegend fliegen. Habt ihr das gerade gesehen? Scheiße, ich war zu langsam. So, aber Artemisia kann danach mal zu Schwarzseher, was auch immer, Vorlesung gehen. Und wir gehen mal zu Chelsea, die hat nämlich Hunger, dann kann sie hier in der Küche gleich mal was futtern, beziehungsweise was zu essen machen, je nachdem, wie der Kühlschrank ausschaut. Oh ja, der ist ja gefüllt. Dann holen wir uns mal die frittierten Zwiebelsticks. Oh, ich könnte gerade auch alles essen, ne? Ich habe gerade so Hunger. Ach nee, bei mir ist gerade wieder 1 Uhr morgens und ich krieg Hunger. Das ist typisch. Ich glaube, sollte man mal vielleicht was essen. Oder lieber ins Bett gehen. Wir müssen jetzt mal hier irgendwie was anderes finden. Nehmen wir einfach mal Hip-Hop. Wir sind jetzt total cool, die Hip-Hop-Leute hier. Yo, was geht? What the fuck? Wir haben 55.000 Simoleons gewonnen. Was geht denn da? Ach du heilige Hazel. Wow, gut, jetzt können wir hier auf Gangster-Rapper machen. Super Musik. Voll Hausmädels. Wir haben die Kohle. Das ist der Shit, sage ich euch. Ah, wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Hazel, Alter, du bist so geil. Ach, finde ich das gut. Hihihihi. So, erstmal darauf ein paar Tofu-Hotdogs. Ah, wie gut ist das denn, ey? Dann können wir nochmal hier eine Skulptur anfertigen, ne? Was kostet's? So, da wir ja jetzt so ein bisschen Kohle haben, würde ich mal gucken, was wir hier so Tolles bauen können, beziehungsweise ob uns noch irgendwas fehlt. Weil mir ist so, als hätten wir noch irgendwas umstrukturieren wollen. Dass uns immer irgendwie ein bisschen Money gefehlt hat. Zimmermäßig waren wir soweit fertig. Außer hier bei Chelsea, da hatten wir dann nicht mehr ganz so viel gemacht, weil uns dann das Geld ausgegangen ist. Zum Beispiel können wir hier jetzt einen fetten Fernseher ranhauen, weil wir haben es ja jetzt dick. Wir haben ganz legal im Lotto gewonnen. Ah, wie gut. Leinwand in Lebensgröße. Wäre nicht ganz so dekadent wie gedacht. Yo, hauen wir uns mal den 8000 Simoleons Fernseher da ran. Und dann hätte ich hier gerne noch eine süße Couch, ne? Jeder liebt Couchen. Couchen heißt, ich weiß immer noch nicht, wie das richtig heißt. Die sieht ja auch cool aus. Die finde ich cool, die nehmen wir. Dann färben wir die auch gleich mal ein. So. Und das müssen wir hier mal ein bisschen umtauschen. Sonst wird mir das, glaube ich, ein wenig zu dunkel. Lade durch, lade durch, lade durch. Wow, Endspurt. Jawohl. So, sieht aber trotzdem irgendwie merkwürdig aus. Ja, aber ich glaube, hübscher wird's nicht. Ich mach's jetzt einfach mal so. So, dann haben wir da eine Couch und ich werde da mal noch eine Staffelei hinstellen. So, Unterhaltung, Hobbys und Fähigkeiten. Und die ist eigentlich auch ganz cool. Oder? Ich finde die ganz cool. Die hat halt sowas Künstlerisches. Können wir die weiß machen? Na gut, jetzt sind wir erstmal wieder im Holz. Jo. Dann gehen wir mal auf Verschiedenes und machen es weiß. Uha. Aber ich glaube, Holz gefällt mir besser. Ach, Manu. So. Dann passen wir den Rest des Mal hier an. Ja, stellen wir jetzt einfach mal so rein. Das ist jetzt nicht die Glanzleistung meiner optisch markanten Fähigkeiten. Aber naja, das ist halt total toll so. Was können wir dann noch Schönes mit hinstellen? Ja, mehr fällt mir auch gar nicht wirklich ein, was jetzt noch hier unbedingt sein müsste. Haben wir eigentlich so eine Kristallkugel? Ich weiß es gar nicht. Haben wir eine Kristallkugel? Nein, wir haben keine Kristallkugel. Ich könnte hier rein theoretisch eine Kristallkugel in ihr Zimmer stellen. Dann wird Chelsea halt Wahrsagerin. Ich meine, wir haben das Geld. Was soll's? So die Frage, was für einen Stuhl packen wir dazu hin? Der sieht ja auch lustig aus. Vielleicht was eher Zukunftsmäßiges. Dadurch, dass wir jetzt hier schon
das Ding auf dem Zukunftspfad gelegt haben. So, den finde ich so auch total cool. So. Das werden wir mal tauschen. Und die machen wir mal so ein bisschen... Die hätte ich eigentlich gerne in dem Lila. Ich finde, das passt ganz gut. Sehr gut. Dann kopieren wir den hier mal da ran. Und das stimmt jetzt so. Sehr gut. Dann packe ich das mal wieder schön zurück. Yay! Dann haben wir das Zimmer von Chelsea fertig. Und ich würde sagen, damit ist diese Folge auch zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann auch auf jeden Fall im nächsten Part wiedersehen. Der kommt dann wieder nächste Woche Montag. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Änderungsvorschläge fürs Haus habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, denn wir haben jetzt die Kohle. Ey, wir machen jetzt hier mal auf High Life, ich sag euch das. Und ja, dann bis dann und ciao.